Wir sind wieder unterwegs. Heute ging es ein bisschen früher mal los. Wir sind schon seit knappen 40 Minuten im Auto, also so Viertel vor sechs oder so sind wir losgefahren. Denn es geht jetzt nach Albanien rein. 3 Tage Montenegro sind vorbei und wir haben ja wieder knappe 5 Stunden vor uns. Und damit wir noch ein bisschen was vom Strand haben in Albanien, haben wir uns dazu entschieden, so früh loszufahren. Was eigentlich eine coole Entscheidung war, weil bis jetzt noch gar kein Verkehr los. Ne? Das ist sehr entspanntes Fahren. Es ist noch schön kühl und wir freuen uns schon auf Albanien. Unser erster Stopp in Albanien war Dermi. Dermi ist ein beliebter Ferienort und liegt direkt am Ionischen Meer. Die imposanten Berge im Hintergrund und das glasklare Wasser sorgen für eine faszinierende Kulisse. Wir haben nur einen Tag in Dermi verbracht und können daher leider gar nicht so viel über den Ort sagen. Wobei wir den Strand, obwohl er nur aus gröberen Kieselsteinen bestand, wirklich sehr schön fanden. Am nächsten Morgen ging es dann für uns weiter bis nach Xamil. Für die 80 Kilometer von Dermi nach Xamil braucht man um die 2 Stunden. Das macht aber gar nichts, denn die Landschaft Albaniens ist wirklich sehr beeindruckend. So Leute, wir sind in Xamil angekommen und bevor wir euch jetzt mal die Strände zeigen, wofür diese Region ja hier so bekannt ist, fangen wir mal mit einer Roomtour an. Und zwar wohnen wir in diesem schicken kleinen Apartment. Wir haben hier eine große Terrasse. Dann kleine Küchenzeile. Hier drin genug Platz, Bett. Ein Bett als Ablagefläche ist immer gut für uns. Kleiderschränkchen. Guck mal, oh, das Mello kommt gerade aus dem Badezimmer. So. Alles, was man braucht. Und wir haben hier jetzt 35 Euro. Ah, das Licht. 35 Euro die Nacht bezahlt. Absolut in Ordnung. Und jetzt gucken wir uns mal die Strände an.
Die Strände in Xamil sind sehr schön und das Wasser ist glasklar und hat eine strahlend blaue Farbe. In Xamil gibt es Sand- und Kieselstrände. Bei den meisten Stränden sind Liegen neben Liegen aufgebaut. Zwei Liegen plus Schirm kosten ab 10 Euro aufwärts. Wir persönlich mögen solche Strände nicht so gerne, denn dadurch, dass Xamil teilweise immer noch als Geheimtipp gehandelt wird, kann es hier extrem voll sein. In den frühen Morgenstunden hat man etwas Zeit, um die Strände Xamils abseits der Touristenmassen zu genießen. So, ihr Lieben, wir möchten euch noch ein kleines Feedback zu Albanien geben. Und als erstes, die Strände, die sind schon schön, also das Wasser hat eine tolle Farbe, ist kristallklar. Von daher die Strände auf jeden Fall, würdest du auch so sagen? Würde ich auch so sagen, ja. Aber die sind halt hauptsächlich Kieselstrände, es sind keine Sandstrände. Und wenn man Sandstrände hat, dann sind die, gehe ich von aus, künstlich aufgeschüttet und man findet von den Sandstränden echt eher wenige, ne? Ja, und was uns auch noch aufgefallen ist, ist die Landschaft in Albanien. Also, das ist schon sehr beeindruckend. Diese Berge hatten wir so gar nicht auf dem Zettel gehabt, ne? Dass das wirklich so eine tolle Landschaft ist. Und die hat uns auch geflasht, ne? Ja, als wir mit dem Auto durch Albanien gefahren sind, kamen wir aus dem Staunen gar nicht mehr raus, weil diese riesigen Berge auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann dieses türkisfarbene Meer, das war schon ein mega schöner Kontrast und ja, hat Spaß gemacht, da durch die Gegend zu fahren. Das Essen in Albanien ist auch, ja, wir sind jetzt schon durch Kroatien und Montenegro gefahren, also jetzt nicht großartig anders, gerade die Bäckereien viel so Börek-mäßig, ne, Blätterteig, verschieden gefüllt, leckere süße Sachen auch, das muss man auch ganz klar sagen, also gerade die Bäckereien fanden wir wieder richtig toll und ansonsten ist es auch schon so, ne, so balkanmäßig angehaucht, auch wieder so schon langsam Richtung Griechenland jetzt gerade im Süden, wo es auch schon Moussaka gibt, viel mit Oliven, viel deftiges Essen, gegrilltes Gemüse. Aber lecker. Lecker. Kommen wir nun mal zu Punkten, die uns ein wenig gestört haben. Und zwar, ja, wenn man zum Beispiel Xamil hört in Albanien dann oder darüber liest, dann wird es immer so verkauft wie die Malediven Europas. Oder Karibik Europas. Die Karibik Europas. Und wir hatten natürlich bestimmte Erwartungen und die hat bestimmt jeder, der das liest. Und die konnten nicht erfüllt werden. Also es ist, wie gesagt, traumhaft schön. Die Farbe ist echt toll, aber für uns hat das, also wer schon mal auf den Malediven war, der wird das wahrscheinlich bestätigen, dass das nicht so viel mit den Malediven zu tun hat. Vielleicht gibt es einen anderen guten Vergleich, aber der ist auf jeden Fall nicht gegeben. Ja, solche Begriffe sind halt, ne, dann erwartet man halt wirklich sehr, sehr viel. Ist traumhaft schön, aber ist doch noch was anderes wie die Karibik oder die Malediven auf jeden Fall. Und es ist auch längst kein Geheimtipp mehr, weil das hört man ja auch immer mal wieder. Albanien ist noch ein Geheimtipp. Ja, bestimmt noch an manchen Ecken. Dazu müssen wir jetzt auch sagen, also wir waren jetzt wirklich in den Touri-Hotspots, ja. Dermi und Xamil. Und vielleicht ist es auch noch in Deutschland so ein bisschen ein Geheimtipp, aber in den umliegenden Ländern, Serbien, Bosnien, Ungarn, all die Länder, die da drumherum so ein bisschen sind, für die ist es, glaube ich, kein Geheimtipp mehr, weil davon waren schon sehr, sehr viele Touristen auch vor Ort. Und von daher, nee. Ja, es war halt extrem voll, die Strände waren voll. Wir waren jetzt Mitte September da. Ich denke, im Juli und August ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr los. Und ja, wenn man Halligalli mag, dann sind das auf jeden Fall zwei Orte, die man sich auf die Liste schreiben sollte.
Und was auch noch hinzukommt, ist, wie es eigentlich überall ist, ne, in so Touri-Gegenden ist es schon teuer. Und wir waren jetzt wirklich, wie gesagt, nur an diesen Hotspots, waren jetzt nicht wirklich im Landesinneren oder so. Von daher hatten wir jetzt keinen Vergleich, aber wir fanden das Essen schon teilweise teuer für das, was man da bekommen hat. Und ja, auch so ein bisschen ein fader Beigeschmack, dass man dann da auch wieder so tief in die Tasche greifen muss. Also ja, abschließend kann man sagen, wir sind jetzt froh, dass wir es gesehen haben. Ich finde, das sind ja auch Punkte, die man wissen sollte oder die man auch erwähnen sollte. Es ist nicht immer alles nur wunderschön und traumhaft, sondern es gibt halt für die einen oder anderen auch mal ein paar Negativpunkte und das ist uns eben aufgefallen. Ja, aber wenn man ja an schönen Stränden Urlaub machen will, die nicht wie in der Karibik sind und wo viel los ist, dann ist Albanien auf jeden Fall trotzdem noch super. Wahrscheinlich gibt es auch noch Orte, die vielleicht nicht so bekannt sind. Oder man kommt vielleicht ein bisschen später im Oktober. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann weniger los ist. Das muss man dann vielleicht ein wenig für sich selbst abwägen. So, und wir fahren jetzt weiter nach Griechenland. So, unser Roadtrip nach Griechenland neigt sich dem Ende, denn wir haben jetzt die letzten 400 Kilometer vor uns. Und dann kommen wir endlich in unserer Unterkunft in Griechenland an, wo wir dann ca. 2 bis 2,5 Monate bleiben werden. Also ja, mega cool, nicht ankommen. Und noch ein kleiner Tipp: Wir befinden uns ja gerade noch in Albanien und obwohl der Sprit hier auch relativ teuer ist, also 1,80 Euro ca. pro Liter Benzin, haben wir hier nochmal vollgetankt, denn in Griechenland ist er noch teurer. Wir haben gestern mal geguckt, so ca. 2 Euro der Liter. Also auf jeden Fall in Albanien nochmal volltanken.